Katar ist ja bei euch auch auf dem Trikot, oder? Ja. Ja, das siehst du nicht problematisch? Dann? Ja, ich muss jetzt da auch mal diese Scheinheiligkeit beenden, ja, die da in unserer gerne. Gesellschaft ist. Katar ist beteiligt an zwei riesen deutschen Firmen. VW, Deutsche Bank. Da sind Hunderttausende von Arbeitsplätzen abhängig. Wenn wir irgendwann wieder Gas brauchen, dann sind wir froh, wenn die uns liefern. Bevor der FC Bayern mit Katar ins Geschäft kam, haben wir die Bundesregierung gefragt, ob es ein Problem ist, mit Katar Geschäfte zu machen. Haben die gesagt, auf keinen Fall. Es ist ein guter Wirtschaftspartner für Bayern. Mhm. Und eines ist auch sicher. Die Arbeitsbedingungen sind seitdem der FC Bayern und die WM in Katar ist, dort viel besser geworden. Wo sie nicht besser geworden sind, ist Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, all die Länder da unten. Aber da redet kein Mensch. Nur wegen dem Fußball wird darüber gesprochen. Wenn wir irgendwann so weit kommen, darüber zu reden, dann dürfen wir mit China auch keine Geschäfte machen. Was ist mit den Uiguren? Habe ich das irgendwo gelesen? Nein. Und das ist scheinheilig. Verstehen Sie? Versteht. Wir glauben, ja, dass wir mit der Tatsache, dass der Sport, der Spitzensport dort engagiert ist, es den Arbeitern viel besser geht, weil die Regierung dort gezwungen ist, wegen der Kritik, weil die vom ZDF, von der ARD, von der Süddeutschen Zeitung dorthin fahren und das beobachten können. Aber das sind ja immer die gleichen Argumente. Nicht wegschauen, da ist eine andere Kultur. Die müssen und können wir beeinflussen, indem wir uns damit auseinandersetzen. Es muss einen Austausch geben. Aber trotzdem, wenn Sie jetzt diese Reformen ansprechen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, dann reden wir, also eine Öffnung des Kafala-Systems, eine Verbesserung der Arbeitsumstände für viele Gast- und Wanderarbeiter. Das sind aber überwiegend nur die in den Stadien gearbeitet haben, weil die gerade im Fokus sind. Wir haben 6.500 Tote, hat der Guardian veröffentlicht. Ja, für viele andere. Die Zahl über 10 Jahre. Ja, aber für viele andere bleibt das ja bestehen. Also da hat sich ja überhaupt nichts verändert. Nein, das stimmt einfach nicht. Viele sind Reformen auf dem Papier, Herr Hönes. Es ist nachgewiesen, die Claudia Schenk und ich habe auch mit Silvia Schenk, sagt eindeutig, dass es sich verbessert hat und dass es dadurch sich verbessert hat, weil eben die Leute ganz genau darauf hinschauen. Und eines ist doch auch sicher, wenn wir morgen aufhören, mit Katar Geschäfte zu machen, Glauben Sie, dass es dann den Arbeitern besser geht? Nein. Dann sind sie nämlich überhaupt nicht mehr gezwungen, irgendwas zu machen. Ich glaube, durch dieses Öffnen, durch dieses Publizieren von diesen Problemen dort, hilft man den Leuten und man schadet ihnen auf keinen Fall. Es gibt ja einen Unterschied, sozusagen im Austausch zu bleiben, aber auch öffentlich zu kritisieren. Und die Frage ist, wie unabhängig ist ein FC Bayern München, wie unabhängig ist ein deutscher Fußballbund, also wir reden jetzt über Qatar Airways, hier reden wir über den Airport in Doha. Qatar Airways. Ja, aber Sie haben ja auf dem Ärmel Das ist schon vorbei. Und bis 22 habe ich gestern extra nochmal nachgeguckt. Bei uns ist Qatar Airways auf der Aber es geht ja darum, du kannst natürlich einen Austausch, der dann vielleicht in diesem Fall auch begrüßenswert ist, in der Hoffnung, dass es eine gesellschaftliche Veränderung gibt. Aber es bleiben ja trotzdem die Probleme bestehen, wenn man dann, weil man eine Partnerschaft eingeht, nicht aktiv kritisieren kann. Und wenn Sie dann 2017 aus Doha zurückkommen und sagen, hier sind perfekte Trainingsbedingungen, hier wird der Rasen mit der Nagelschere geschnitten. Und auf der anderen Seite hast du aber 80% der Arbeiter, die sich nicht mal eine Nagelschere leisten können, dann hast du ein Problem. Und dann musst du weiterhin dabei bleiben und das kritisieren und nicht immer sagen, wir haben nur eine Partnerschaft. Aber haben sich die Verhältnisse in den letzten 5 Jahren verschlechtert oder verbessert? Sie haben sich für Teile der Arbeiter verbessert. Das ist immer relativ. Das können Sie nicht beurteilen. Es steht im aktuellen Amnesty-Bericht. Den habe ich mir gestern noch durchgelesen.